Ja, willkommen zurück im CBS RC3 Studio. Wir haben jetzt eine Diskussionsrunde organisiert von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben hier Chloe und Kirsten zugeschaltet und vor Ort Matthias und Tom. Und das Thema ist ein Rückblick auf die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Viel Spaß. Dankeschön, Epank. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Gesprächsrunde. Genau, wir wollen uns jetzt die nächsten circa anderthalb Stunden, das war zeitweise mal ein bisschen anders angekündigt, aber es soll ungefähr anderthalb Stunden gehen, mit der deutschen Ratspräsidentschaft beschäftigen, die jetzt gerade sich dem Ende neigt, wenn ihr die Ankündigung durchgelesen habt oder auch die Tagesschau mal geguckt habt. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Zum einen wollten wir auf jeden Fall eine Veranstaltung machen. Die digitale Gesellschaft ist ja der CBase sehr, sehr eng verbunden. Und als wir gehört haben, dass es von hier aus Live-Schalten gibt auf dem CCC, dem diesjährigen, haben wir beschlossen, wir machen irgendwas auf jeden Fall. Und da war es relativ naheliegend, uns ein bisschen mehr mit der Ratspräsidentschaft zu beschäftigen, die sich gerade dem Ende neigt. Die sich gerade dem Ende neigt. Da wir festgestellt haben, es sind wahnsinnig wichtige, große Themen, netzpolitische, sicherheitspolitische Themen, die da gerade verhandelt wurden und werden, aber irgendwie, wie das oft so der Fall ist bei EU-Politik, kriegen das nicht so wahnsinnig viele Leute mit, außer einige der hier geladenen Gäste, die dazu auch einiges geschrieben haben. Und da dachten wir, nehmen wir das mal als Anlass und schauen uns ein bisschen an, was so im letzten halben Jahr so passiert ist, was kommen wird und das halt eben durch diesen Filter EU-Ratspräsidentschaft. Spoiler, so gegen Ende werden wir auf jeden Fall auch zu aktuelleren Themen kommen, also nicht nur was gelaufen ist im letzten halben Jahr, sondern auch was gerade ansteht. DSA und DMA, um da schon mal was zu sagen, wird auch auf jeden Fall noch Thema werden. Aber erstmal würde ich gerne unsere Gäste vorstellen. Da ist zunächst, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich würde mit Chloe anfangen. Chloe Berthelemi ist bei der EDRI, European Digital Rights. Das ist eine, ich schaue immer da rein, weil ich sehe die beiden hier quasi auf dem Rechner, während ich eigentlich in die Kamera schauen sollte. Chloe ist Policy Advisor bei der EDRI. European Digital Rights ist eine Art Netzwerk bzw. Dachorganisation von europäischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, Organisationen. Da ist neben der digitalen Gesellschaft, ist da auch der CCC, Wikimedia und ein paar andere deutsche Organisationen Mitglied. Die EDRI sitzt in Brüssel, hat, ich glaube, 12 Leute, die da arbeiten und macht wahnsinnig viel, ist sehr, sehr rührig und ohne die würden wir noch viel weniger mitbekommen und noch viel weniger Einfluss haben auf das, was da in Brüssel passiert. Genau, Chloe ist seit ein paar Jahren da Policy Advisor und beschäftigt sich vor allen Dingen mit so polizeilicher Zusammenarbeit in Politik, Strafverfolgungsbehörden, wie die zusammenarbeiten, was die europäisch machen, was da passiert an sowohl Gesetzgebung als auch konkreter Zusammenarbeit. Damit beschäftigt sich auch Matthias, der hier neben mir sitzt. Matthias Monroy ist Polizeikritischer, Polizei- und Überwachungskritischer Aktivist, wir kennen ihn schon seit ein paar Jahren. Er hat einen Job im Bundestag und daneben ist er noch Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei Zilip. Die halte ich mal in die Kamera. Eine kleine, feine polizeikritische Zeitschrift, die noch ganz oldschool in Papierform erscheint, aber auch eine gute Homepage hat. Matthias publiziert wahnsinnig viel, gerade sehr viel auch auf Netzpolitik.org zu den Themen Polizei, Datenbanken, Europa, europäische Polizeien und vor allen Dingen auch europäische Polizeidatenbanken. Daneben aber auch noch andere Themen, Drohnen zum Beispiel, hast du gerade was geschrieben, NATO-Drohnen auf Netzpolitik.org. NATO-Drohnen sind heute nicht unser Thema. Thema heute ist Europa, Europapolitik und damit komme ich zu Kirsten. Kirsten Fiedler ist auch ganz, ganz langjährige Netzaktivistin und war lange Zeit Geschäftsführerin ne? der EDRI und ist im letzten Jahr ins Europaparlament gewechselt, ist da jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin, Referentin bei einer Europaabgeordneten, Alexandra Gese, eine grüne Abgeordnete und beschäftigt sich vor allen Dingen gerade viel auch mit dem DSA, aber
hat auch eine sehr, sehr gute Übersicht, was so in Brüssel alles passiert. Und genau, und leitet nebenher noch Rollenspielrunden, habe ich mir sagen lassen. Genau. Cool. Mit Kirsten würde ich auch tatsächlich direkt anfangen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass so ein Thema, es gibt irgendwie, Kirsten arbeitet im Europaparlament, es gibt die Europäische Kommission, es gibt den Rat der Europäischen Union, den Europäischen Rat und es gibt noch den Europarat. Letzterer ist gar keine EU-Institution, aber so einen richtigen Durchblick haben die wenigsten. Genau, deswegen haben wir Kirsten gebeten, vielleicht so einen kleinen, erstmal so einen kleinen Input zu geben, welche Institutionen da eigentlich wie agieren, mit einem Schwerpunkt auf den Rat, also die europäische Ratspräsidentschaft, was die eigentlich bedeutet, was deren Aufgabe ist, wie die so genutzt wird. Genau. Anschließend, genau, ich würde kurz noch einmal, was wir danach würden wir noch mal ein paar einzelne Themen ein bisschen genauer uns anschauen und dann gerne überleiten zu einer Diskussion, die wir auch gerne mit euch führen würden, zum Thema, wie da eigentlich agiert werden kann, was wir machen können als digitale Zivilgesellschaft, wie es so schön heißt, wo wir intervenieren können, wie wir Einfluss nehmen können. Brüssel scheint immer ziemlich weit weg zu sein. Gleichzeitig wissen wir alle, dass da wahnsinnig viel Wichtiges verhandelt wird und beschlossen wird und genau, wie wir da agieren können. Das würden wir gerne Richtung Ende diskutieren. Es gibt leider über den Stream keine direkte Beteiligungsmöglichkeit, wenn ihr Fragen habt und vor allen Dingen aber auch Anmerkungen und Diskussionsbeiträge, gerne halt eben zur letzten Frage, wie wir agieren können, dann bitte gerne über Twitter, über den Kanal der DigiGuess. Genau. Da könnt ihr Fragen stellen, EPunk wird das so ein bisschen monitoren und dann eure Fragen weiterleiten. Aber jetzt würde ich gerne erstmal an Kirsten weitergeben. Ich glaube, die hat auch ein bisschen was vorbereitet und wir hoffen, dass das alles soweit funktioniert. Ja. Ja, hallo und guten Morgen allerseits. Erstmal tausend Dank für die Einladung und genau, also ich werde erstmal anfangen mit einer kurzen Übersicht über die Ratspräsidentschaft. Was ist die Ratspräsidentschaft und was sind die Institutionen der EU? Ich gucke mal kurz, ob ich meinen Screen teilen kann. Moment, genau das hier. Ups. Yes. Seht ihr? Das nächste Slide. Okay, es passiert noch nichts. Voilà, okay. Also, zunächst ein paar harte Fakten. Die deutsche Ratspräsidentschaft ist gestartet am 1.7. und geht am 31.12. Zu Ende. Also alle 6 Monate wird gewechselt zwischen den Staaten der EU. Und das Motto der deutschen Ratspräsidentschaft ist gemeinsam Europa wieder stark machen. Und das Ziel ist, Europa stärker, gerechter und nachhaltiger zu machen, laut Programm. Und das in nur 6 Monaten. Genau, also das Programm, das gibt es auf 28 Seiten im Netz zu finden. Das liest sich so ein bisschen wie das Programm, fand ich, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und erinnerte so ein bisschen an ihre Reden. Viel zu Privatsphäre und Datenschutz habe ich da nicht drin gefunden. Ich glaube, die Wörter kommen kein einziges Mal drin vor. Dafür steht ein bisschen was zu Gaia-X, zu europäischen Datenräumen, Datenaustausch und grenzüberschreitendem Zugriff auf elektronische Beweismittel. Aber was ist die Ratspräsidentschaft überhaupt? Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Was ist der Rat der EU? Und es gibt einen echt super Überblick darüber, wie die EU funktioniert, und zwar von der DigiGuess, ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ist in den groben Zügen noch aktuell. Vielleicht nicht mehr alle Zahlen, aber genau, schaut euch das mal an. Das Ding heißt ein Wegweiser durch das Brüsseler Labyrinth. Und man hört ja ab und zu, die EU macht wieder dies und das oder die EU ist scheiße, weil oder die EU hat mal wieder für Uploadfilter gestimmt. Aber die EU lässt sich halt nicht immer über einen Kamm scheren, weil es gibt 3 Institutionen, die meistens sehr verschiedene Positionen haben. Das ist das Parlament, die Kommission und der Rat.
Ich gehe nur ganz super schnell durch die Institutionen. Die Kommission besteht aus 27 KommissarInnen, die von 27 Mitgliedstaaten der EU gestellt werden und funktionieren so ein bisschen wie die Minister. Ministerinnen, die jeweils auch ihre Kabinette haben. Das ist also so ein bisschen die politische Führung der EU-Kommission. Ganz oben sitzt die Kommissionspräsidentin, die kommt aus Deutschland, das ist Ursula von der Leyen und manche kennen sie vielleicht noch als Zensursula. Das Parlament ist die einzig direkt gewählte Institution. Momentan gibt es im Parlament 705 Abgeordnete und die meiste Arbeit findet in den Ausschüssen statt. 2019 hat ein neues Mandat angefangen und im letzten Jahr, okay, das war noch ein bisschen besonders wegen Corona und so, aber im letzten Jahr hat das Parlament hauptsächlich sogenannte Initiativberichte geschrieben, weil es noch ein bisschen dauert, bis die wirklich legislative Arbeit anfängt. Das kommt jetzt so erst langsam. Und diese Initiativberichte sind nicht bindend, aber sind trotzdem wichtig, weil das Parlament darin der Kommission sagen kann, was die Kommission so vorschlagen soll. Also die Kommission hat das einzige, hat alleine das Initiativrecht. Also die Kommission kann nur alleine Gesetzesvorschläge machen. Die anderen beiden Institutionen können das nicht. Es gibt eine ganze Menge neue Abgeordnete in diesem Mandat. Von den 705 Abgeordneten wurden 435 neu ins Parlament gewählt. Und jeder und jede Abgeordnete hat so zwischen 1 und 3, manche auch 6 Mitarbeiterinnen in Brüssel und dazu noch ein paar lokale Assistenten. Genau, und so eine davon bin ich jetzt auch. Ja. Genau, kommen wir endlich zum Rat der EU. Der Rat setzt sich zusammen aus den Ministern der EU-Mitgliedstaaten und wird deswegen auch manchmal in der Presse Ministerrat genannt. Und jeder Mitgliedstaat hat eine ständige Repräsentation oder PermRep in Brüssel. Das hier ist nicht die ständige Vertretung von Deutschland, sondern die sehr bescheidene bayerische Vertretung, aka Schloss Neuwarnstein. Genau, das ist nämlich ein Funfact. Deutschland hat nicht nur selbst eine ständige Repräsentation, sondern auch alle Länder haben hier in Brüssel eine kleine ständige Vertretung. Und genau, in Bayern ist das Essen sehr gut. Aber wie arbeitet der Rat? Den PermRaps, also den ständigen Vertretungen, unterstehen Ministerialbeamtinnen, die meiste Arbeit bei Verhandlungen unter der Anleitung ihrer Ministerien tragen. Und an der Spitze befinden sich diejenigen, die im Namen von den Ministern verhandeln können. Und das nennt sich auch Ausschuss der ständigen VertreterInnen der Mitgliedstaaten oder auch COREPA. Und da das Themenspektrum dort sehr breit ist, müssen sich die ständigen VertreterInnen auf das jeweils relevante Ministerium ihres Mitgliedstaats verlassen können, wenn sie an bestimmten Dossiers arbeiten. Politische Richtungen und Taktiken des COREPA können dabei wirklich entscheidend sein. Und den Vorsitz des COREPA hat jeweils das Land, was zurzeit die Ratspräsidentschaft innehat. Und in letzter Zeit ist es leider immer üblicher geworden, dass der Rat der EU zusammen mit dem Parlament an einem Vorschlag der Kommission arbeitet und dass dann ein Kompromiss schon vor der ersten Lesung des Parlaments behandelt wird. Und dieses Verfahren nennt sich Trilog, weil die drei Institutionen setzen sich zusammen hin und verhandeln dann meistens hinter verschlossenen Türen einen neuen Text aus. Und dabei ist es manchmal wirklich schwer nachzuverfolgen, woher auf einmal welche Textstellen gekommen sind. Aber zurück zur Ratspräsidentschaft. Wie gesagt, die Ratspräsidentschaft, die rotiert alle 6 Monate zwischen den Mitgliedstaaten und es gibt immer drei
Mitgliedstaaten, die an einer Präsidentschaft beteiligt sind. Und das nennt sich die Trio-Präsidentschaft. Die setzt sich zusammen aus der kommenden, vorigen und aus der aktuellen Ratspräsidentschaft. Und es war bisher immer sehr üblich, dass sich die Ratspräsidentschaft auch sponsern lässt. Also Rumänien hat sich von Coca-Cola unterstützen lassen, Österreich von Audi, Bulgarien von BMW. Und was man Deutschland echt zugutehalten muss, ist, dass Deutschland vollkommen auf Sponsoren verzichtet hat. Genau, und der Mitgliedstaat, der die Ratspräsidentschaft innehat, der denkt normalerweise, dass die Augen der ganzen Welt auf ihn gerichtet sind und dass alle angenommenen Texte und Gesetze die Qualität einer Ratspräsidentschaft beweisen. Und daraus ergibt sich, dass sich die drei Ratspräsidenten häufig so abstimmen, dass möglichst eine Einigung über offene Dossiers erzielt wird. Genau. Und vielleicht noch eine kurze Geschichte, wie eine Präsidentschaft ausgenutzt werden kann. Großbritannien hat das vor längerer Zeit super gezeigt. Und zwar hat Großbritannien die mittlerweile gekippte Vorratsdatenspeicherung so durch die Hintertür einführen können. Im Jahr 2000 hatte Großbritannien die Vorratsdatenspeicherung bei sich zu Hause nicht durch das Parlament bekommen. Aber die Geheimdienste wollten dort Zugriff auf alle Daten, die von Telcos halt so gesammelt werden oder gesammelt werden sollen. Deswegen ab 2001 so drängte Großbritannien die EU zur Einführung einer Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, um halt die Speicherung für alle Dienstanbieter in ganz Europa verpflichtend zu machen. Als jetzt die britische Regierung an die Präsidentschaft des EU-Rats kam und mit dem politischen Momentum, das sich aus den Bombenanschlägen vom 7. Juli 2005 in London ergab, gelang es Großbritannien im Herbst 2005, die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch das Parlament zu bringen, hier durch das EU-Parlament zu bringen. Und danach ging die britische Regierung wieder nach Hause und ging zurück zum britischen Parlament und sagte, ja, sorry, wir müssen jetzt hier zu Hause die Vorratsdatenspeicherung aufgrund von Verpflichtungen, die aus der EU kommen, auch jetzt hier im Vereinigten Königreich halt einführen. Und genau, so ist das damals gekommen. Und jetzt gibt, glaube ich, Matthias den Überblick. Genau, das war's so. Ja. Genau, Matthias, wir würden dich bitten, haben wir natürlich abgesprochen, so eine kleine Übersicht zu geben, was so die Schwerpunkte des letzten halben Jahres der deutschen Ratspräsidentschaft waren, ob es solche großen Knaller gab. Und genau, es gab irgendwie jetzt auch so eine Schlussfolgerung der europäischen Ratspräsidentschaft zur inneren Sicherheit und zu einer europäischen Polizeipartnerschaft, die du ja wahrscheinlich sehr genau angeschaut haben wirst. Da ist dann sehr viel über so Polizeizusammenarbeiten und so die Rede. Genau, kannst du ja mal vielleicht so versuchen, in wenigen Worten zusammenzufassen, was so die großen, oder auch ein paar mehr, ist okay, was so die großen Linien waren und was so die was sie sich vorgenommen haben und vielleicht auch, was sie umgesetzt haben. Ich habe da was vorbereitet. Hast du was vorbereitet, worum ich jetzt versuche, mich zu kümmern? Genau. Also wie jetzt Kirsten gerade schon referiert hat, da gibt es eben so Strukturen, die sich halbjährlich wiederholen. Und die Idee ist natürlich, dass irgendwelche Initiativen früherer Präsidentschaften weitergeführt werden von der aktuellen Präsidentschaft. Also nicht alles, was die Bundesregierung, also in dem Fall ist das jetzt das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium. Ich glaube, das hatte Kirsten gar nicht so ausgeführt, aber diese Räte unterteilen sich ja noch in verschiedene Themen, also ne, es gibt, Landwirtschaft, Fischerei etc. Hier interessiert uns Justiz und Inneres. Die tagen auch immer zusammen, das nennt sich dann auch, also Rat für Justiz und Inneres. Oh ja. Die betreiben halt quasi all das, was die früheren Präsidentschaften quasi angefangen haben. Und
Sorry. Entschuldigung. Über einiges werden Kirsten und Chloe nachher noch reden. Machst du weiter, die erste Folie? Ja. Also das sind die Themen, die eigentlich, also mit denen Deutschland in dem Sinne nichts zu tun hat, weil die halt schon länger am Laufen sind. Da hat man sich aber teilweise zum Beispiel Mühe gegeben, die möglichst noch zum Abschluss zu bringen. Also wir werden gleich noch was hören zum Löschen von sogenannten terroristischen Online-Inhalten beispielsweise. Da schreibt sich die Bundesregierung so ein bisschen auf die Fahnen, dass man es geschafft hat, das jetzt noch während der Präsidentschaft abzuschließen. Auch der Ausbau von Europol hat eigentlich mit Deutschland in dem Sinne nichts zu tun, wobei das BKA bei Europol wirklich Power-User ist, also was die Anlieferung und so weiter von Daten und die Nutzung von Daten angeht, gehören die auf jeden Fall zu den ersten drei beispielsweise. Und Deutschland hat auch sehr viele Projekte bei Europol schon gemacht, so dass man jetzt aber auch so ein bisschen ernten kann, was man halt früher quasi da alles so eingefädelt hat. Also hier habe ich eben mal so ein paar Sachen aufgeführt. Wenn euch die letzten beiden Punkte noch interessieren, also Ausweitung der Geheimdienstkooperation und dass auch ausländische Geheimdienste jetzt das Schengen-Informationssystem nutzen können, da werde ich heute Abend um 10 nochmal einen Talk zu halten. Das finde ich ganz interessant, da ist Deutschland auf jeden Fall auch ein Treiber drin. Also das sind so die Sachen, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt der deutsche Fußabdruck sind, aber auf der nächsten Folie habe ich ein paar Sachen beschrieben, die die Bundesregierung zusammengefasst hat als europäische Polizeipartnerschaft. Also vorhin hat ja Kirsten das Programm erwähnt und so ein Programm gibt es eben auch für den Teil Inneres und Justiz. Und das hatte, also auch schon bevor die Präsidentschaft anfing, wurde halt dieses Wort, wurde mit dem Wort so ein bisschen hantiert, europäische Polizeipartnerschaft, konnte man sich erstmal gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Und dann war klar, das ist halt so der Containerbegriff für all das, was eben sowieso in der Mache ist. Und dann, man kann sagen, dass die Spezialität der deutschen Präsidentschaft ist so, grob gesagt, mehr Überwachung, mehr Biometrie, mehr Datenbanken. Das war auch schon 2007 so, also im ersten Halbjahr 2007 hatte Deutschland auch schon die Ratspräsidentschaft und da haben sie halt auch in diesem Bereich relativ viel eingefädelt. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was tatsächlich Deutschland neu, also ureigentlich quasi begonnen hat, eingefädelt hat, einmal zum Beispiel, es gibt so in der gesamten Europäischen Union, übrigens auch darüber hinaus, also das ist, gibt so ein Netzwerk, wo sich so Spezialeinheiten, die für Observationen zuständig sind. Also in Deutschland ist das das SEK zum Beispiel. Jedes SEK hat auch so eine Observationseinheit. Also ich meine nicht verdeckte Ermittler, sondern eben so vor einem Zugriff werden dann ein paar Stunden lang die Leute verfolgt oder halt auch über Grenzen hinweg, wenn so Fake-Geschäfte angebahnt werden mit Peilsendern und so weiter. Diese Einheiten gehören jetzt zur EU. Da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe. Also vorher haben die sich einfach multilateral organisiert. Das hat das BMI eingefädelt, dass es jetzt quasi auf EU-Ebene angesiedelt ist. So etwas Ähnliches gibt es auch jetzt für die Leiter von Telekommunikationsabhörabteilungen. Also beim BKA gibt es das. Gibt es auch so ein ganz langer, ulkiger Name. Wie heißt das nochmal? Fällt mir gleich wieder ein. Jedenfalls, die Leiter haben sich halt dort zusammengeschlossen. Also das ist keine operative Einheit, sondern strategisch. Also das heißt, man bespricht eben Themen, die jetzt gerade so die Telekommunikation betreffen. Und im Moment ist das natürlich Verschlüsselung. Also das eigentliche Thema dieser Einheit war, das war so eine Ad-Hoc-Abteilung gewesen, die sich zu 5G gefunden hat. Und das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, dass der Standard von 5G in dem Sinne aufgeweicht worden ist, dass der abhörbar ist. Dafür haben die unter anderem Geheimdienste gesorgt in bestimmten Gremien, auch Europol. Und dieses Gewicht will man jetzt in die Waagschale werfen, quasi auch zu CryptoBoss. Da kommen wir später noch zu. Ulkigerweise will die Polizei aber selber sicher kommunizieren. Man will die Verschlüsselung also für andere aushebeln, selber aber sicher kommunizieren. Deswegen gibt es so ein Projekt, das nennt sich WhatsApp für Strafverfolgungsbeamte. Also es soll eben, so wie man das aus Deutschland ja auch kennt oder aus anderen Ländern, dass halt die Polizeien entweder auf ihren eigenen Telefonen, so wie es in Hamburg ist, oder Diensttelefone kriegen, auf denen dann sichere Apps laufen, die sichere Kanäle benutzen.
und das eben quasi europaweit EU-weit einzuführen. Dann gibt es ein neues Informationssystem für polizeiliche Großlagen, ne, wenn so ein Anschlag passiert, dass man sich sofort informieren kann. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, Personendaten zu ermitteln, aber sowas wie hier, wir müssen jetzt alle schnell die Grenzübergänge schließen, bla bla. Also so operative Maßnahmen. Und putzigerweise, das habe ich auch noch erwähnt, der Europäische Tag der Datenqualität. Also ich habe ja gesagt, Datenbanken ist so eine Spezialität des BMI. Und da hat man halt gesagt, ja, die Datenbanken sind halt total unbekannt. Das müssen wir ändern. Wir müssen halt Flyer machen, wir müssen Werbegeschenke machen, also Giveaways. Kann man gespannt sein, ob es dann irgendwie Kugelschreiber gibt, auf denen ein Schengen-Informationssystem draufsteht. Aber tatsächlich, es klingt jetzt so ein bisschen hanebüchen, aber genau so ist es gedacht. Und jetzt wird halt überlegt, welches Logo soll da draufstehen. Wahrscheinlich, vermute ich mal, wird es Sirene sein. Sirene ist die Abkürzung für die Netzwerke der polizeilichen Kontaktstellen, also von den Datenbanken. Und dieses Sirene-Netzwerk ist quasi das zuständige, die zuständige Einheit dafür. Was weiter? Was Deutschland auch auf die Tagesordnung gesetzt hat, ist das Thema Gefährder. Also ihr wisst es vielleicht, vielleicht auch nicht, das ist so ein relativ lapidarer Begriff, dafür gibt es keine Definition, aber Gefährder, also mit dem Wort wird sehr viel hantiert und wer als Gefährder eingestuft ist, landet in entsprechenden Datenbanken und kommt da auch in der Regel nicht wieder raus oder schwer wieder raus. Und Gefährder zeichnet aus, dass sie nicht verurteilt sein müssen. Also es sind einfach Personen, von denen die Polizei irgendwas annimmt. Und das muss gar nicht sich erhärtet haben, aber trotzdem können die Leute eben quasi entsprechend mit Maßnahmen behelligt werden. Und das ist ein allgemeiner Trend, den man halt sieht in der Polizeiarbeit, dass die immer mehr ins Vorfeld verlagert wird. Und dafür braucht man genau diesen Gefährderbegriff. Und jetzt haben die tatsächlich den Gefährderbegriff auf EU-Ebene eingeführt und haben halt vorgeschlagen, diesen Begriff zu benutzen. Sie haben übrigens, also die EU-Dokumente werden ja auch immer in alle Sprachen übersetzt oder manche auch nur in fast alle. Und dort wird auch weiter der deutsche Begriff Gefährder benutzt. Das ist also ganz interessant. Das zeigt so ein bisschen auch das Problem, was es gibt, nämlich in den unterschiedlichen Ländern oder sage ich mal auch Rechtskulturen gibt es solche Begriffe vielleicht gar nicht. Also die werden dann als Wireless Extremist Offenders oder sowas bezeichnet, also gewalttätige extremistische Täter beispielsweise. Und die Bundesregierung hat auch klar gesagt, nee, wir wollen auch keine rechtliche Definition, wir wollen das nur als Arbeitsbegriff benutzen, um damit sozusagen besser weiterarbeiten zu können. Also diese Diskussion ist begonnen worden, das ist üblicherweise passiert das dann immer so mit Fragebögen, die verschickt werden, dann können alle Mitgliedstaaten was sagen, dann wird das zusammengefasst, dann wird das im Rat besprochen und diesen Prozess hat Deutschland jetzt begonnen. Und abschließen will ich noch mit was weiter? Dem Europäischen Kriminalaktennachweis EPRIS, also European Police Record Index System. Das ist ein Herzensprojekt, was schon Schäuble eigentlich machen wollte. Also als Schäuble Innenminister gewesen ist, 2007, deutsche Ratspräsidentschaft. Also das ist schon ganz lange, eigentlich seit 2004 auf der EU-Agenda und das BKA hat da auch einen starken Wunsch, dass es diesen Kriminalaktennachweis gibt. Was ist das eigentlich? Es gibt schon eine Vernetzung der Strafakten. Eine Strafakte ist, da sind die Verurteilungen drin. Also wenn jetzt quasi ein Gericht, sag ich mal, ein Urteil sprechen will und eben mit einbeziehen will, was die Person vielleicht vorher schon für Straftaten begangen hat, dann holt man eben Erkundigungen ein, zu was ist die Person verurteilt worden, wann war das. Und jetzt soll es so ein System auch für Polizeiakten geben. Und Polizeiakten, das sind Ermittlungsakten. Also das bedeutet, das sind Akten, die gar nicht zu einer Verurteilung geführt haben müssen, die womöglich nicht mal zu einem Strafverfahren geführt haben, sondern einfach, wenn Menschen halt quasi bei der Polizei aktenkundig werden, weil ermittelt wird und dann wird vielleicht auch, kommt vielleicht auch raus, nö, also da liegt jetzt gar nichts vor, machen wir gar nichts mit. Und das soll vernetzt werden, das birgt natürlich ein paar Schwierigkeiten, weil dann auch erstmal definiert werden muss, wer kommt da rein. Technisch ist das alles schon vorbereitet worden, das hat das BKA eigentlich ganz schlau gemacht, weil eigentlich stand der Wind so ein bisschen so, dass es dieses EPRIS nicht geben wird. Die Kommission hatte schon mal eine Machbarkeitsstudie gemacht,
kannst du nächste Folie machen. Das ist dann auch erstmal die letzte. Die Kommission hatte schon mal eine Machbarkeitsstudie gemacht, wo er rauskam, nee, also das lohnt sich nicht, das ist zu kompliziert, das ist ja auch ein dezentrales System, es braucht dann auch einen Rechtsakt, das wird eine ziemliche Arbeit werden. Und dann hat man erstmal Abstand davon genommen und dann hat das BKA aber quasi durch die Hintertür eine technische Lösung entwickelt, wie man so Abfragen machen kann nach dem sogenannten Treffer-Kein-Treffer-Prinzip. Das sind also so anonymisierte Abfragen, da wird nur geguckt, liegt ein Datensatz vor. Und falls ja, wird er dann im Rahmen der üblichen Rechtshilfe halt herausverlangt, beispielsweise. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ja, wen soll das System denn betreffen? Da gab es eben auch diese Umfrage von 2012. Die Grafik ist da eingeblendet. Vielleicht, wenn ihr das online anschaut, könnt ihr das größer ziehen. Aber da sind so, wurden Mitgliedstaaten halt gefragt, soll das nur Täter, also Tatverdächtige betreffen? Oder sollen auch zum Beispiel Kontaktpersonen davon betroffen sein? Und eine Mehrheit hat halt gesagt, ja, also es wäre doch auch schlau, wenn die Polizei Kontaktpersonen abfragen könnte. Also ne, wer war zum Beispiel mit dabei oder wer ist vermutlich mit dabei gewesen beispielsweise. Und da wird so ein bisschen auch deutlich, was das dann auch für ein Willkürinstrument werden kann, bis hin zu der Frage, ob auch die Opfer der Taten beispielsweise auf diese Art und Weise europaweit abgefragt werden können nach ihrer polizeilichen Vorgeschichte. Ja, und schließen würde ich damit, dass also die Bundesregierung hat jetzt kürzlich nochmal Schlussfolgerungen verabschiedet, die so ein bisschen so ein Roundup sind von der Präsidentschaft, wo alles nochmal so ein bisschen drinsteht und dass man auch als eine Art Übergabe an die nächste Präsidentschaft verstehen kann. Und um diese Schlussfolgerungen gibt es auch immer so ein bisschen Gerangel. Also das ist ganz normal. Gerangel ist vielleicht das falsche Wort. Naja, vielleicht auch nicht. Also weil manche Mitgliedstaaten haben mit manchen Formulierungen einfach ein Problem. Und da wird gesagt, das und das tragen wir nicht mit. Dann wäre es nicht einstimmig. Das heißt, die Formulierungen werden immer wieder geändert. Diese Dokumente werden teilweise auch geleakt. Und bei den Schlussfolgerungen konnte man nachvollziehen, der Entwurf des BMI, den das BMI wahrscheinlich zusammen mit dem Justizministerium gemacht hat, stand drin. Und wir regen an, die Einrichtung eines EPRIS, ich weiß die Formulierung nicht mehr, to consider, war, glaube ich, die alte Formulierung. Und da haben aber einige Mitgliedstaaten gebremst und haben halt gesagt, nee, wir wollen das erstmal betrachten. Wir gucken jetzt, wir wollen ausloten, ob wir sowas überhaupt haben wollen oder nicht. Also die wurden nochmal abgeschwächt. Aber das zeigt ganz gut, wie halt quasi da auch so Politik funktioniert. Also wie so, ich sag mal, Mitgliedstaaten versuchen, da irgendwas reinzuschummeln. Und wenn das in so einer Schlussfolgerung steht, ist das natürlich erstmal nicht rechtlich. Also das bedeutet dann erstmal nichts, das sind ja nur politische Schlussfolgerungen, aber die EU funktioniert so, das werden wir gleich von Chloe und Kirsten noch hören, dass halt sich dann ja immer auf diese Schlussfolgerung bezogen wird. Dann gibt es eine Machbarkeitsstudie der Kommission, dann wird gesagt, ja, wie schon in den Schlussfolgerungen festgehalten, wollen wir das EPRIS haben? Naja, so war es ja gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass das da jetzt erstmal wieder so ein bisschen abgeschwächt ist. Das wird aber dazu führen, so verlautet auf den Fluren, dass ein paar Mitgliedstaaten erstmal einzeln damit anfangen werden, untereinander. Und später wird das dann auf EU-Ebene gehoben. Und das ist genau das deutsche Modell. Das hat Deutschland mit dem Prüm-Datenaustausch gemacht. 2005 hat man mit ein paar Staaten angefangen, Fingerabdruckdaten und DNA-Daten zu tauschen. Und unter deutscher Präsidentschaft hat sich dann Schäuble dafür eingesetzt, 2 Jahre später, also 2007, dass das ein EU-Beschluss wird, der ab 2008 dann gültig war. Und schwupp ist dieses Verfahren dann auf EU-Ebene gehoben worden. Und so wird es hiermit auch laufen. Ja, und dabei schön auch das Parlament noch umgangen. Genau. Also man macht so ein fair accompli. Also technisch wird es erstmal eingefädelt, dann wird der politische Beschluss gefasst, dann wird gesagt, ja, wir haben doch hier mit einzelnen Staaten schon mal angefangen, es läuft doch total gut, es wäre doch super, wenn jetzt alle mitmachen. Und zack, wie man sich's versieht, ist es dann irgendwie da. Ja. So, jetzt sind meine Notizen weg. Genau. Wollt ihr noch was ergänzen? Chloe, du hast ja auch, also Datenbanken und so, bist du ja auch sehr fit drin. Ansonsten hätte ich noch ein paar Fragen an dich konkret. Und zwar zwei Themen würde ich gerne an dich weitergeben. Und zwar zum einen gab es in den letzten Jahren eigentlich ein großes Thema, war diese E-Evidence-Geschichte, mit der die Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf vor allen Dingen Plattformdaten bekommen sollten, relativ direkten.
Was eigentlich daraus geworden ist, deine Einschätzung ist ja so ein bisschen, dass Deutschland das gar nicht so vorangetrieben hat, ist jetzt trotzdem wieder auf der Tagesordnung. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Was uns aber vor allen Dingen interessieren würde, jetzt tatsächlich nochmal in den letzten Wochen, ein ganz aktuelles Thema ist die TEREC-Verordnung, die da geht es um terroristische Online-Inhalte, sogenannte. Die wurden eben auch schon mal erwähnt. Ich glaube, Kirsten, von Matthias auch. Das war ein ganz großes Thema. Da ist vor 2 Wochen ungefähr die letzten Trilogverhandlungen, die Kirsten ja schon angesprochen hat, sind da gelaufen. Da wäre es, und das gegen massive, oder da hat so Zivilgesellschaft, insbesondere auch die EDRI, sehr, sehr viel zu gearbeitet. Hat auch ein bisschen vielleicht Erfolge verzeichnen können. Aber da wäre es super, wenn du uns da ein bisschen auf den Stand bringen könntest, wie das gelaufen ist und was da noch laufen kann und wird. Genau, habe ich eben vergessen zu erwähnen, Chloe spricht sehr, sehr gut Deutsch eigentlich, versteht es jedenfalls sehr, sehr gut, also sie versteht alles, was wir sagen, spricht auch eigentlich ziemlich gut Deutsch, wie auch viele andere Sprachen. Genau, sie wird aber trotzdem selber auf Englisch sprechen, weil es einfach komplizierte Themen sind und da ist es besser. Wir gehen davon aus und hoffen, dass ihr alle gut Englisch verstehen könnt soweit. Sie wird es auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut verständlich machen. Gut, super. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Fragen. Es tut mir leid, ich kann nicht auf Deutsch reden, aber es ist für mich einfacher, auf Englisch diesen komplizierten verschiedenen Gesetzen auf Englisch vorzustellen. I will share my screen now and speak in English. I hope it's okay for everyone and that you can all see. I will start with the terrorist content regulation. The terrorist content regulation is kind of a perfect example where the EU has been using a regulatory instrument to feed its public relations strategy and its press reputation. It's quite easy. The EU and in particular the Commission, they appear with this regulation to be tough on terrorists and on internet companies that they consider are not doing enough against illegal content online. But at the same time, they are not providing any kind of single piece of evidence that the law is actually needed and will actually be efficient in reaching its objectives. So for me, it's like this kind of easy fix solution. It's also funny to see that the EU terrorist regulation was actually used politically by the Commission to improve its reputation ahead of the 2019 elections to convince the European electorate of the added value of European policies, of European politics in the fight against terrorism, to protect EU citizens, blah, blah, blah. And it's quite convenient because the Commission was actually in the first place pressured by governments to have this law out and at EU level. And in particular, Matthias and Kirsten explained well how national government managed to leave their footprint and shape the EU policies. And TEREC is really a perfect example of this German influence on EU policy, because from the very stage, from the very stages of the legislative process till the end, now with the conclusion of the trilogues, you could see that the German government, along with the French one, managed to put their priorities on the EU agenda and get what they wanted. So in April 2019, the French and the German ministers of interior sent a letter to the Commission and exerted direct influence on the European Commission to have yet another regulation, another regulatory measure, despite the fact that we already had a directive, a terrorism directive, which had already provision to combat illegal terrorist content online. It was a process that was rushed. So the letter was sent in April. The proposal was released by the European Commission in September, so 4 months after that. What does it contain? It basically legalized existing practices. It already exists, so to say. Like, police already have so much power and they can do so much, but it basically legalized and put into legal text
what is currently being done a bit out of oversight, out of the legal framework. There is three main measures in the Commission's proposal. The first one is the removal orders. So any kind of competent authority being designated by member states, by their governments, as they wish. So it can be a police unit, it can be a unit directly under the authority of the Ministry of Interior, for example, et cetera, can issue a removal order to any type of hosting service provider in the EU, established in the EU. And within 1 hour, this company has to delete the content that was forwarded to them. And this is applicable to all EU member states. So if tomorrow Germany decides that one piece of content is illegal and is terrorist content, then no one in the EU can access it anymore. The second one is police referrals. So that already exists. There are already in Europe existing what we call internet referral units. So it's simply like police officers sitting behind their desks and screening through the internet and trying to look for content that they consider terrorist propaganda. But instead of going through the kind of normal legal ways of reaching out to a judge, getting a mandate to get the content deleted, they just refer the content to the company, to the private company, and say, hey, guys, you might want to consider this content and see whether it fits with your terms and conditions, so your private law, your private contracts. And so it's for voluntary consideration. The company decides whether or not the content stays up or not. So it's completely like disregarding any type of judicial, legal process that you would require when there is a restriction on fundamental rights, and in this case, freedom of expression and freedom to access information, for example. The third measure is proactive measures. So when a competent authority notices that one hosting service provider is problematic in their eyes, so to say, like they are distributing and disseminating and letting a little bit too much content that they dislike or that would be considered terrorist content, then they can impose on them the use of certain measures. So you need to put in place this and that to fight better. You have to put in your terms and condition the fact that you cannot share terrorist content on your services, et cetera, et cetera, which basically mean upload filters as we all know them. And it can be imposed on any type of hosting service providers. Like there is no restriction to that. The scope is really large. Adding to that a very broad definition of terrorist content, which can be easily banned and used politically for political interest. You can think about very easily to Hungary, which is designating certain NGOs as terrorists. And you can add to that very few safeguards for content uploaders, for users, which have to go through lengthy process to get their content reinstated and are not really given proper access to justice. So TEREG is really a shame in terms of European policy and regulation. It was rushed, as I said, over the summer of 2018. In September, the regulation, the text, and the impact assessment were released. The impact assessment is this document where the Commission tries to show that the law is needed and that it's necessary and proportionate, etc. Unfortunately, there is no solid evidence in it. For example, the Commission is basing itself on a public consultation where only 6% of respondents to this kind of public consultation have been faced with terrorist content online, so only 6%. And then 75% of respondents considered that the internet was safe. Adding to that, there was also a mention that several member states official claimed that the removal of content could impair an important investigation because it would like reduce the chance of obtaining evidence, like the proper, like the content would be evidence that are used for prosecuting purposes.
The legislation also disregards really current academic scientific research, which found that there is really little support for the theory that people get radicalized on social media. That's a theory that the European Commission has been using a lot in the press as a political spin. And so they are completely disregarding those scientific evidence. This is for us really worrying because we also understand this legislation as a really good opportunity for big tech companies to settle their dominance. They are the only ones who will be able to comply with the restrictions implied by the regulation. They are the only ones having enough financial and human resources to do that and to build also the automated tools and all the other kind of techniques you need to fight like in brackets, like to really comply with the provision and remove content within 1 hour, for example. They already are very dominant in this field because Google, Facebook, and Microsoft, for example, are the main providers of hash databases and other so-called innovative tech solution in the context of international initiatives, international consortiums of tech industry platforms and government that kind of gather together and try to, as they call it, counter extremism online. Like the Global Forum Against Terrorism, so GFICT, or the European Internet Forum, for example. They are the only ones who will be able to sell this technological product to smaller company so that they can comply with the law. And so this will be very profitable for them. You can also think, obviously, of a rule of law problem with this regulation. Since the definition is very broad, the definition of terrorism, of terrorist content is very broad, you can really easily use it for political interest. And since there is very few judicial control, like you can imagine that this kind of power to censor content within 1 hour falling in the hands of governments like Poland and Hungary can be very problematic. Recently, you've got LGBTQI plus activists being detained for caricaturing Virgin Mary. I was wondering myself if what would happen if we could have seen the pictures ourselves, like as French people, as German people, if the picture had been posted online and then police authority would have suddenly figured out that they could delete it within 1 hour because it threatened Polish values, for example. The terrorist content regulation, as I said, is really tied to the reputation of the EU. They really used it as an argument for their added value and as part of their communication strategy. And so this was heavily lobbied by the Commission to get the file adopted as soon as possible and despite the pandemic situation. And so the lobbying was really at an unprecedented scale. So this is a quote I'm taking from that I heard myself from a negotiator from a national permanent representation, as Kirsten explained to you. They are really ready to do anything to get the text. And so there was massive push to get the file, to get a compromise on the text as soon as possible and before the end of 2020. In particular, the right-wing party in the European Parliament, the EPP, did a lot of press outreach and communication on social media to pressure other more progressive parties who didn't want to reach a compromise that easily. As well as the Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, which also dedicated a lot of time to put pressure on the German presidency, for example, to get the file adopted. And so the German presidency managed to get the compromise and granted a lot of advance for the parliament, but unfortunately not enough in our taste because the spirit and the dangerousness of the legislation remains. The next step, if you want to be involved, and that would be great, is the vote in plenary in the European Parliament in January
so around the corner. It's an opportunity for MEPs to mobilize MEP against this text and to reject it. I can talk later a bit more about this. I want to move on to what Tom first mentioned, which is the e-evidence regulation. Its name, its full name is Regulation on European Production and Preservation Orders for Electronic Evidence in Criminal Matters. Very nerdy. What it is actually and why is it here? Like, the rationale behind this proposal is that your national and European law enforcement and prosecuting authorities are complaining that the process to access personal data and potential evidence in a criminal investigation are too bureaucratic, and the rules that guide this process are too burdensome for them. It's too complicated. So they already complained that access to the data, which is held by U.S. private companies established in Ireland, like Microsoft, for example, especially can take months. And so apparently the existing treaties to exchange data would not be fit for purpose. They would be too slow, too complicated. So instead of identifying the problems of these existing frameworks of the existing legislation that we have, which is mainly linked in our analysis to a lack of resources for the justice and the judicial and prosecuting authorities, the EU decides to just create another regulatory instrument and a specific legislation that cuts off all the existing rules, or almost all, and the kind of safeguard procedures we have in place that are meant in the first place to protect fundamental rights. So the proposal was criticized from every direction, from the European Data Protection Board to the Parliament, to civil society, obviously. Everybody saw the dangerousness of this proposal. So what's the deal? The proposal allows prosecuting and law enforcement authority to directly request access to personal data that companies have on people. That means any kind of data. It can be metadata, subscriber information, content of the communications if they have them, not encrypted, etc., etc. They have to hand over data within 10 days. In normal circumstances, but they can be required to hand over the data within 6 hours in emergency cases. The main problem for civil society was that the only way to reject or oppose an order that would be manifestly, that would be completely abusive and against fundamental rights, was that the private actor would have the responsibility to check the order and check whether is it okay? Does it violate the fundamental rights of the person or not? But the private actors were only like served with a piece of paper where it's written what data they're required to hand over to the authority, and from that they were expected to know whether the order is manifestly violating the Charter of Fundamental Rights, as if they had the ability to interpret law as private actors. So that was really the most striking point for us, and that we fought really hard in the Parliament. Another point is that, as I think Matthias mentioned it, anyone's in its slide on EPRIS, anyone's data can be accessed in this case. So you don't need to be a suspect or an accused person in a criminal case for your data to be accessed. You can be just a contact person, as Matthias mentioned it. It can be anyone if the police decides to investigate you or your family or your friends. Finally, the service provider, they are required to keep the orders confidential. So we have a non-notification by default to the person affected. It means they are the company is asked to refrain from informing their customer that their data was accessed. So it's, you can imagine all the consequences for the right to access to justice and to contest the order. The timeline and the next step. The Commission text was released in April 2018.
the Council of Ministers, they rushed it. Basically, they wanted it to be adopted within a year. And so they had their general, what we call general approach, which is basically their position as a council, in December 2018. They actually managed to make the commission's text worse, which is incredible. But they basically removed even more safeguards than they were originally in the original proposal. On the other side, the European Parliament was a bit more cautious. They really took their time. They saw that there was a dangerous nature in the proposals, and they first released a series of what they call working papers. They worked a bit the issue. They managed to find out what are the challenges, and then they managed to improve the text quite substantially, I would say, compared to what the Commission originally proposed, and went in depth to try to find a bit how we could leverage certain safeguards and ensure that fundamental rights are respected. But again, since we are in the EU and compromise is a political norm, the rapporteur Birgit Siebel from SPD, she had to compromise with the right-wing parties, and therefore the text isn't as good as we wish she could have achieved. So we'll see how it goes, but the trilogues are starting in 2021, and depending how they advance with the context of the pandemic, obviously, they might finish by the end of the year. It is to be noted as a final remark from my side that this legislation will serve as a basis for the negotiations with the United States to find a treaty between the EU and the US to get this exchange of data in criminal matters. Although actually, if you follow a bit the topic, the negotiations with the United States on this very topic already started, even though the e-evidence regulation is not even adopted yet. So the Commission is really eager to find this compromise, to find this agreement, with the United States and get more data easily from U.S. companies. That's it from me for now. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich... So. Vielen, vielen, vielen Dank. Cool. Genau, ein weiteres ganz, ganz großes Thema. Wir werden gleich auf jeden Fall noch zumindest auf Terek zurückkommen. E-Evidence, mal gucken, ob wir noch die Zeit dafür haben, dann später. Genau, ich hätte noch eine große Frage an Matthias. Und zwar hat im Mitte November war das ungefähr, gab es so ein Leak, dass die Innenminister bzw. der Rat mal wieder plant, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzugreifen oder anzugehen. Das haben viele von euch mitbekommen. Das wurde dann auch relativ schnell offiziell. Es gab dann ein offizielles Papier, auch in den Schlussfolgerungen, die wir schon angesprochen haben, ist mal wieder davon die Rede, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine wahnsinnig wichtige und tolle und feine Sache ist, die die EU auch unterstützt und der Rat auch ganz wichtig findet, dass sichere Kommunikation möglich sein soll. Aber mindestens genauso wichtig sei ja, dass auch die Strafverfolgungsbehörden und die Polizeien Zugriff auf sämtliche Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger hat und das ja ein bisschen schwierig sei. Und daher sind sie jetzt auf die großartige Idee gekommen, gemeinsam mit der Industrie und Providern und wem auch immer technische Lösungen zu finden, um genau das sicherzustellen. Da ist so ein bisschen die Frage, ist das eine neue Runde in den Crypto Wars? Ist das vielleicht auch ein bisschen heiße Luft? Das wäre sehr interessant, deine Einschätzung dazu zu hören. Du hast da auch was vorbereitet. Ich versuche mal, genau, mit diesem Rechner klarzukommen. Ja, also es ist genau so. Also die deutsche Ratspräsidentschaft wird erinnert werden mit einer Neuauflage dieser sogenannten Crypto Wars. Das ist die nächste. Und dazu vielleicht nochmal ganz kurz, also so Strukturen, die sich mit Entschlüsselungen beschäftigen, die gibt es schon. Also seit knapp 3 Jahren gibt es bei Europol eine sogenannte Entschlüsselungsplattform, das klingt ein bisschen lustig, die jetzt kürzlich auch ihre offizielle Einsatzbereitschaft bekannt gegeben haben.
Und da geht es im Moment aber vorrangig um passwortgeschützte Speichermedien. Also wenn die Polizei halt, was weiß ich, Telefone, Rechner und so weiter beschlagnahmt, die verschlüsselt sind, dann gibt es eben diese forensischen, digitale Forensik, die halt bestimmte Techniken benutzen. Je nachdem, wie viel Geld man bezahlt, je mehr kann auch entschlüsselt werden. Also es gibt so einen israelischen Hersteller, der damit wirbt, im Prinzip alle Generationen von iPhones entschlüsseln zu können. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Lizenzen, die sich Polizeien dann anschaffen wollen. Und bei diesen Geschichten hilft Europol mit dieser Plattform. Also man kann dahin quasi selber Speichermedien geben, die Europol dann entschlüsselt. Oder man kann quasi Europol bitten, Schulungen zu machen mit eigenen Polizeibehörden, um halt zu erklären, wie das funktioniert. Und übrigens auf der Agenda steht auch, das läuft ziemlich unterm Radar, dass Europol Trojaner beschafft. Da muss man allerdings nochmal darauf hinweisen, also Europol hat keine operativen eigenen Kompetenzen. Die EU funktioniert ja so, dass die quasi koordinieren soll, die Mitgliedstaaten, und nichts einrichten soll, was quasi den Mitgliedstaaten Konkurrenz macht, sondern immer komplementär. Sprich, Europol wird die Trojaner nicht selber einsetzen, sondern da geht es auch wieder darum, dass halt die Mitgliedstaaten unterstützt werden im Einsatz. Also Europol macht Marktsichtungen, sucht die Besten aus, entwirft Schulungen dafür, zeigt, wie das funktioniert. Aber, das ist der zweite Strang auf der nächsten Folie, es gibt eben auch den Versuch, Telekommunikation zu entschlüsseln. Und da will ich gar nicht so sehr technisch drauf eingehen, weil ich euch da heute Abend noch zwei Vorträge empfehle. Einmal von Ross Anderson am frühen Abend, ich habe jetzt vergessen, wie viel Uhr, ich glaube 5:30 oder so. Später dann noch von Erich Möchel, der so ein bisschen die Five Eyes beschreiben wird, die internationale Geheimdienstzusammenarbeit, die quasi Druck gemacht hat in den letzten Jahren. Und das lässt sich aber auch so ein bisschen auf EU-Ebene zeigen. Also dass dieses Thema ist so ungefähr seit 5 Jahren wieder auf der Agenda. Und früher war es ja immer so, dass so gerne von Nachschlüsseln geredet wurde, also Hintertüren in Kommunikation. Da muss man jetzt ein bisschen auf das Wording aufpassen, weil so ist es im Moment nämlich nicht gedacht tatsächlich. Und wenn man halt kritisiert, dass man keine Hintertüren haben will, dann macht man es dem BMI auch ein bisschen einfach. Die sagen dann, nein, nein, wir wollen auch überhaupt keine Hintertüren, sondern, und das wird euch, wie gesagt, heute Abend Ross Anderson noch ein bisschen erklären, aber nur mal ganz kurz vereinfacht gesagt, also die Kommission hat hierzu im Sommer ein Ergebnis von so einer Machbarkeitsstudie vorgelegt, wo halt verschiedene technische Möglichkeiten ausgelotet wurden. Und da geht es um Messenger, ganz speziell. Es geht also im Moment nicht um zum Beispiel PGP oder sowas, sondern ganz speziell um Messenger-Dienste, die verschlüsselt sind, also Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Und da möchte man jetzt ein Verfahren entwickeln, wie man verbotene Dateien erkennen kann. Mit verbotenen Dateien meine ich Dateien, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern verstoßen, deren Besitz ist strafbar und deren Weitergabe ist strafbar. Das heißt, rechtlich gesehen ist die Lage ganz einfach. Wer so ein Foto verschickt, macht sich auf jeden Fall strafbar. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ne? Weil vielleicht Polizisten verschicken sich das vielleicht auch, zu ermitteln, oder vielleicht auch Journalisten, wer weiß. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite. Jedenfalls, das ist die Idee. Und die Idee ist, dass halt quasi die Provider gezwungen werden könnten, die Messenger-Dienste so zu programmieren, dass sie halt, ich sage es mal jetzt ganz vereinfacht gesagt, in meinen Worten nicht technisch, die Dateianhänge, die Bilder getrennt verschlüsseln und deren Hashwert dann serverseitig abgeglichen wird. Handelt es sich um die schon bekannte Datei, die in unserer Hash-Datenbank drin ist, deren Besitz eben verboten ist, beispielsweise. Das ist im Moment das Einfallstor. Natürlich kann das auch gegen andere Dateien benutzt werden. Und es gibt ja Hash-Datenbanken, also einmal eben von sogenannten kinderpornografischen Darstellungen, einmal aber auch von den Dateien, die entfernt werden, weil sie terroristische Inhalte verherrlichen würden. Also man kann sich jetzt quasi diese Hash-Werte zunutze machen,
Und das Verfahren ist ein bisschen kompliziert, weil es also die effektiveren Verfahren verbrauchen viel Rechenleistung. Das ist vielleicht im Moment noch gar nicht so machbar, aber es ist halt in der Pipeline. Und was jetzt die Bundesregierung gemacht hat, ist, sie haben das also wirklich ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und ich habe ja eingangs erwähnt gehabt, dass es jetzt eben bei Europol so eine strategische Arbeitsgruppe gibt. Also die Chefs der Abhörabteilungen tauschen sich darüber aus, wie machen wir das am besten. Und das ist natürlich vielfältige Wege. Also man in den zuständigen Gremien, Standardisierungsgremien, wird das halt thematisiert, ne? Welche Standards können wir entwickeln. Mit den Providern wird zusammengearbeitet. Da gibt es das sogenannte EU-Internetforum. Das gibt es seit, ich glaube, inzwischen 5 Jahren. Seit 4 Jahren gibt es offiziell. Und das wurde mal eingerichtet, damit die einfach ein bisschen besser mitmachen, die Internetfirmen beim Löschen von Inhalten. Machen die auch. Also alles, wo die Polizei sagt, so wie die Chloe das eben beschrieben hat, wo die Polizei sagt, hier ist übrigens so ein Inhalt, der dürfte strafbar sein, den könntet ihr entfernen. In der Regel machen die das auch. So war dieses EU-Internetforum gedacht, so eine freiwillige Zusammenarbeit mit Polizeibehörden. Das war der EU dann aber nicht genug, der Kommission und dem Rat. Und dann haben sie halt trotzdem jetzt diese Verordnung zur Entfernung von Internetinhalten gemacht. Und das ist meine Prognose, wie das auch mit der Verschlüsselung laufen wird. Also die Provider werden jetzt zur freiwilligen Zusammenarbeit eingeladen werden. Die werden auch zusammenarbeiten, die werden auch vielleicht gewisse Zugeständnisse machen, aber an einem bestimmten Punkt mauern. Und dann wird halt quasi die Route ausgepackt und dann wird halt geguckt, ob man nicht doch irgendwelche Rechtsetzungen, also irgendwelche Gesetzesvorschläge auf EU-Ebene macht. Machst du nochmal weiter eins? Davon ist im Moment noch nicht die Rede, aber die ganz interessant ist übrigens, also die deutsche Ratspräsidentschaft hat nicht nur zu Anfang ihrer Präsidentschaft so eine Broschüre rausgegeben über ihr Programm, sondern inzwischen auch so ein abschließendes Papier. Und da ist zu Justiz und Inneres viel Blabla. Also wenn man nicht weiß, worum es da geht, kapiert man das jetzt erstmal gar nicht. Aber Verschlüsselung heben sie extra hervor, dass sie da einen Prozess in Gang gesetzt haben. Also da sind sie auch wirklich stolz drauf. Und es gibt 2 Schlussfolgerungen, die verabschiedet wurden. Das hier ist die eine. Also eine Schlussfolgerung ist eben, wie gesagt, nur so ein politisches Statement, erstmal nur. Da können die Mitgliedstaaten zu irgendwas aufgefordert werden, da kann die Kommission zu irgendwas aufgefordert werden. Und hier steht, also das ist natürlich das übliche Dilemma, Verschlüsselung finden wir auf der einen Seite richtig toll, wir unterstützen das also, auf der anderen Seite unterstützen wir aber auch, dass die Strafverfolgungsbehörden Zugang haben. Und ja, hier ist wie gesagt auch ein bisschen Blabla, innovative Konzepte wollen wir uns jetzt angucken, wir wollen geeignete Lösungen finden. Viel schwieriger finde ich aber eigentlich die anderen Schlussfolgerungen auf der nächsten Folie, das ist dann auch die letzte, die Bundesregierung so ein bisschen zum Abschluss ihrer Ratspräsidentschaft jetzt veröffentlicht hat, weil da wird man deutlicher. Also in den eigentlichen Schlussfolgerungen zur Verschlüsselung, da steht jetzt noch keine Aufforderung drin, dass man irgendwelche legislativen Akte erreichen will. Aber in diesen allgemeineren Schlussfolgerungen, wo alle möglichen anderen Sachen auch noch erwähnt sind, steht es aber relativ deutlich, meines Erachtens. Also da ist eben davon die Rede, dass man Lösungen finden will, die dann aber auch in einem Rechtsrahmen verankert sind. Also da ist der Kurs, finde ich, sehr viel deutlicher gesetzt. Und schließen würde ich jetzt also mit dem letzten Punkt. In den Schlussfolgerungen steht drin, dass diese Lösungen oder diese Diskussion in enger Abstimmung auch mit Interessenträgern geführt werden sollen. Und da ist natürlich auch die sogenannte Zivilgesellschaft, kann sich da natürlich einbringen. Das hätte sie auch längst schon machen sollen. Bloß ist das in den früheren Papieren, die es dazu gab, dann immer so geflissentlich rausgefallen. Die wurden also nicht erwähnt. Hier steht es jetzt nochmal drin. Und auf dieses Recht könnte man auch pochen. Damit würde ich jetzt übergeben an, ich glaube, Kirsten, ne, wo wir dann vielleicht auch nochmal überlegen können, also dieser Prozess steht jetzt wirklich ganz am Anfang und wie können wir darauf vielleicht noch irgendwie Einfluss nehmen? Weil ich auch Kirsten tatsächlich gerade nochmal das Wort insbesondere zum Thema erteilen wollte. Wir sind ein bisschen durcheinander geraten, ich bin ein bisschen durcheinander geraten in unserem Ablauf. Aber Matthias hatte das auch schon erwähnt, die sogenannten kinderpornografischen Inhalte sind gerade auch nochmal wieder ein neues Thema, insbesondere im Hinblick auf
E-Privacy, was eine Geschichte ist, die, da soll es jetzt Ausnahmen geben, auch so Halbfreiwillige gibt es teilweise schon, wird uns Kirsten jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Insgesamt ist aber die E-Privacy-Verordnung, die mal als großes, ein ganz großes Ding gestartet war, ein bisschen sang- und klanglos gerade im Untergehen begriffen, beziehungsweise man hat nicht mehr viel gehört. Die deutsche Ratspräsidentschaft hatte sich das auch mal auf die Fahnen geschrieben, aber ist damit derzeit wohl, wie es aussieht, eher ein bisschen gescheitert. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Und tatsächlich, du hast das ganz im Eingang mal erwähnt, Gaia-X würde uns auch noch sehr interessieren, was ja auch noch so ein, ja, ein europäisches oder ein deutsches Projekt wäre der Ratspräsidentschaft. Haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber so ein paar Worte wäre schon schön, wenn du dazu verlieren könntest. Und dann tatsächlich auch dazu übergehen, wie wir, Matthias hat da eine gute Steilvorlage gegeben, was man eigentlich machen kann. Okay. Ja, das heißt, dass ich jetzt ziemlich lange reden werde. Ich habe, ja, wie du sagst, es ist schon ein bisschen spät. Ich weiß nicht, ob wir Gaia-X nicht vielleicht aufsparen. Also das, ich bin auch nicht so super die Expertin, was jetzt Gaia-X betrifft. Es ist mir nur in den Kopf gekommen, als du mich anschriebst und meintest, ja, wir wollen einen Talk machen zur deutschen Ratspräsidentschaft, dachte ich sofort, ah ja, Deutschland wollte ja unbedingt hier ihr tolles Gaia-X auf den Weg bringen. Und Gaia-X ist halt kein Gesetzvorschlag, sondern ein Projekt. Das wurde 2019 auf dem Digitalgipfel in Dortmund auch mal vorgestellt. Und seitdem ist es so ein bisschen vorangekommen. Warte, ich kann noch mal meinen Bildschirm teilen dazu. Dann habt ihr auch ein schönes Bild. Genau. So, klappt. Okay, genau. Also ist kein Gesetzvorschlag, sondern ist ein Projekt, an dem ziemlich viele Tech-Unternehmen aus Europa teilnehmen. Also das soll ein Konsortium sein. Mit dabei sind zum Beispiel Telekom, Siemens, SAP und so weiter. Und im deutschen Ratspräsidentschaftsprogramm steht dazu, dass die EU über digitale Schlüsseltechnologien und Kompetenzen auf internationalem Spitzenniveau verfügen soll. Also ich finde, das ist eigentlich keine schlechte Idee, dass wir hier in Europa Dienste und Infrastrukturen aufbauen, die europäische Werte zum Beispiel respektieren und Rechte und Freiheiten unter der Grundrechtecharta auch respektieren. Und dass wir so ein bisschen aus der Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Anbietern so ein bisschen rauskommen. Also das war so die Grundidee. Wo ich eigentlich nur sagen kann, ist echt keine schlechte Idee. Genau, also Gaia-X soll ein digitales Ökosystem entstehen und an Fördergeldern wurde jetzt da drauf geworfen, insgesamt 120 Millionen Euro. Aber das Projekt wurde halt auch von einer ganzen Menge Experten kritisiert und schon als totgeborenes Projekt bezeichnet. Einerseits, weil es halt wie so vieles in Europa ein Konsortium ist und deswegen nur sehr langsam arbeiten kann. Und andererseits, weil sich das Projekt halt hauptsächlich auf Datenspeicherung konzentriert und komplett verpasst wird, in KI zum Beispiel zu investieren. Und letztendlich, das ist dann mein Schlusswort zu Gaia-X, ist halt die Grundidee gewesen, in Europa, also dass wir hier Souveränität bekommen, digitale Souveränität. Und das ganze Gerede stellt sich mittlerweile als kompletter Bullshit heraus, weil zuerst Microsoft und Amazon in das Projekt ein und jetzt wurde vor ein paar Tagen noch bekannt, dass auch Palantir Mitglied bei Gaia-X geworden ist. Genau. Also so viel zu Gaia-X. Bitte? Okay, genau, und dann mache ich weiter. Tom hat mich gebeten, noch ein paar Worte zur E-Privacy-Richtlinie zu sagen und zur Reform, die gerade läuft.
Und was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es natürlich traurig ist, dass so Sachen wie E-Evidence, was Chloe gerade ganz gut erklärt hat, worum es da geht, dass sowas immer schnell vorwärts geht und dass sich die Leute einigen und dass es da Fortschritte gibt. Aber in Sachen Datenschutz und Privatsphäre geht es halt immer ziemlich langsam, vor allem im EU-Rat. So war das damals auch bei der Datenschutzgrundverordnung, wo ein paar Staaten, unter anderem mit Deutschland, halt blockiert hat. Und jetzt bei der E-Privacy-Richtlinie und der Reform geht es halt auch nicht so richtig vorwärts. Damals, als ich noch bei EDRI war, mussten wir hart darum kämpfen, dass es überhaupt einen Vorschlag der Kommission hierzu gibt. Weil die ganzen Tech-Lobbys hatten die Kommission 2015, 2016 super schwer beackert, die E-Privacy-Richtlinie einfach außer Kraft zu setzen. Weil es ja jetzt also mit der Begründung, dass es ja jetzt die Datenschutzgrundverordnung gäbe. Genau, das sagte ich eben schon. Im Programm der deutschen Ratspräsidentschaft habe ich keinmal das Wort Privatsphäre gefunden. Und vielleicht ist es deswegen auch nicht super überraschend, dass nichts vorwärts gekommen ist. Also wie ist das jetzt vor? Wie ist der Stand? Im Oktober 2017 gab es dazu einen Bericht vom Parlament im Bürgerrechts- und Innenausschuss. Und seitdem haben ganze 8 Ratspräsidentschaften versucht, den Text voranzubringen. Und was drin steht, sage ich auch noch mal ganz kurz für die, die das nicht wissen. Das ist die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, auch E-Privacy-Richtlinie genannt, die sich mit sehr spezifischen Themen in Sachen Privatsphäre und Datenschutz befasst. Die wurde schon 2002 verabschiedet, im Jahr 2009 noch mal überarbeitet. Und soll jetzt nochmal überarbeitet werden, unter anderem mit dem Ziel, dass halt auch alle OTTs halt mit reingefasst werden sollen. Und ja, also die E-Privacy-Richtlinie wurde ursprünglich geschaffen, um die Privatsphäre und persönliche Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation zu schützen. Und die Bereiche, die bisher von der Datenschutzgrundverordnung abgedeckt werden sollen, in der jetzigen Reform halt ergänzt und spezifiziert werden. Genau, also unter anderem geht es um das Recht auf Rufnummerunterdrückung, dann stehen da noch Sachen zu Privacy by Default und by Design, Verbot von Spam, Verbot von Tracking und Überwachung, also zum Beispiel Verbot von Mitschneiden, Abhören und so weiter, Mitlesen von elektronischen Kommunikationen. Und genau, und der Stand ist jetzt, dass die Reform durch den größten Teil eigentlich schon des Gesetzgebungsprozesses durch ist. Also die Kommission hat den Vorschlag gemacht, das Parlament hat seine Position in dem Bericht angenommen und abgestimmt, aber im Rat hängt es jetzt. Und die deutsche Ratspräsidentschaft hatte Anfang November ebenfalls einen Vorschlag für einen Kompromiss gemacht. Einerseits ist es löblich, dass sie es überhaupt versucht haben. Andererseits gab es aber mehrere eher kritische Punkte, wie zum Beispiel eine komplette Ausnahme von den Regeln für Presseverlage. Also dass Deutschland schlug damit halt vor, dass die Presse einen Blankoscheck zum Tracking aller Leserinnen bekommen soll. Und ein weiterer Vorschlag war auch noch, dass der ganze Artikel zu Privacy by Design und by Default komplett gestrichen werden soll und so. Genau. Jedenfalls wurde der Entwurf im November abgelehnt im Rat, soweit ich weiß. Also der deutsche Vorschlag wurde abgelehnt und es ist überhaupt nicht klar, wann und wie es jetzt einen neuen Text geben soll, über den sich der Rat dann einigen kann. Und sobald der Rat dann irgendwann mal seine Position gefunden hat, können die Verhandlungen in diesem sogenannten Trilog halt anfangen. Und selbst wenn sich die 3 Institutionen im Trilog nächstes Jahr einigen würden, dann würden die Regeln nicht vor 2023 Anwendung finden. Ja.
was im Kontext, Tom erwähnte es gerade und ich glaube Matthias auch kurz, was im Kontext der E-Privacy-Verordnung und Reform noch relevant ist und was ich noch schnell erwähnen wollte, ist, dass die EU-Kommission im September einen Vorschlag vorgelegt hat, der jetzt im Eilverfahren durchgewunken werden soll. Und der Vorschlag hat jetzt das Ziel, dass alle Anbieter von E-Mail, Chat und Messenger-Diensten alle Nachrichten halt freiwillig auf kindesmissbräuchliche Inhalte durchsuchen können sollen. Und das machen die meisten US-amerikanischen großen Dienste ja schon seit mehreren Jahren. Also die filtern automatisiert alle Bilder und Videos und analysieren die. Größtenteils mit der Microsoft-Technologie, die nennt sich Foto-DNA. Und das Problem ist jetzt nur, dass seit Ende 2020 alle E-Mail- und Messenger-Dienste in den Geltungsbereich der E-Privacy-Richtlinie fallen, die ja eigentlich die Vertraulichkeit von Kommunikation garantiert. Und damit wären also diese proaktiven Maßnahmen nicht mehr zulässig. Und deswegen kommt jetzt ein Eilverfahren, um eine Ausnahme der E-Privacy-Verordnung halt oder der Richtlinie halt durchzubekommen. Und genau, und die Innenkommissarin der EU, Johansson, die pusht jetzt total in die Richtung, dass es zum Zweck der Bekämpfung von einerseits Terrorismus und andererseits Kindesmissbrauch halt eine Verpflichtung für Diensteanbieter geben soll, wie Matthias das eben erklärt hat, Hintertüren in verschlüsselte Kommunikation einzubauen. Und da müssen wir halt 2021 schauen, was da auf uns zukommen wird. Und genau, und das hat Matthias jetzt eigentlich schon gut erklärt. Ich weiß nicht, ob es da erstmal Fragen gibt von euch. Irgendwer von euch beiden hatte doch so eine Zeitleiste. War das in deiner Präsentation, Chloe? Ich glaube, Chloe war das war Chloe, die kommt ganz am Ende noch, ne? Ach so, genau. Ja. Deswegen will ich auch gerne bald zu der großen alten dänischen Frage, dem was tun, überleiten. Genau, vielleicht fangen wir trotzdem mit dir an, Kirsten, wenn es okay ist für dich. Wenn du vielleicht ein bisschen erstmal aus so einer parlamentarischen Perspektive, du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber wo da so die Punkte sind, wo man ansetzen kann. Vielleicht fängst du erstmal an. Ein großes Ding ist halt im Moment der Digital Services Act und der Digital Markets Act, an dem Initiativbericht des Parlaments aus dem Binnenmarktausschuss habe ich auch so ein bisschen mitgearbeitet in den letzten paar Monaten. Und das ist halt so das nächste große Ding, wo man aktiv werden kann. Das geht halt jetzt gerade erst richtig los. Im Programm der deutschen Ratspräsidentschaft steht, dass der Binnenmarkt durch bessere Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für die Plattformökonomie und digitale Dienste gestärkt werden soll. Und was damit gemeint ist, ist halt der ziemlich am dollsten erwartete Vorschlag im Bereich Digitales für dieses Mandat. In den letzten Jahren wurde so ein bisschen gemunkelt, dass das Ding noch größer werden soll als die Datenschutzgrundverordnung. Und in der Berichterstattung, also in der Presse, liest man überall von dem neuen Grundgesetz für Online-Dienste. Und dementsprechend ging halt auch wirklich das Lobbying hier in Brüssel total ab. Ich mache nochmal mein Dings an. Genau. Warum wurde der Digital Services Act und Digital Markets Act überhaupt vorgeschlagen? Also, ich versuche schneller zu reden, damit wir auch schneller durchkommen. Ich hoffe, alle kommen mit. Wie wir alle wissen, ist ja im Internet so einiges kaputt. Das Internet ist kaputt, genau. Dezentralisierte Infrastrukturen und Dienste sind mehr oder weniger Geschichte. Und einige wenige Plattformen sind zu quasi Monopolen geworden. Und man kommt heutzutage wirklich nur schwer um Google, Facebook, Amazon und so weiter rum. Und die Unternehmen tun natürlich alles
um ihre Marktdominanz und ihre Stellung zu halten und uns auf ihren Diensten zu halten. Angefangen mit umfassender Datensammelei, kennen wir ja alle, bis hin zur Manipulation von Nutzerverhalten, von Emotionen und sogar von Wahlverhalten. Und und die Terms and Conditions, Community Guidelines, also AGBs der Plattform, werden meistens vorrangig vor nationalem Recht angewandt. Die Plattformen, haben wir schon mehrmals erwähnt, haben alle diverse Filtertechnologien am Start. Und dabei ist halt ein Problem, dass häufig komplett legitime Posts und Konten gelöscht, geblockt oder geshadowbanned werden. Und andererseits bleiben halt auch Hass- und Gewaltaufrufe gegen Minderheiten und gegen Frauen. LGBTI-Gruppen sind oft das Ziel viel zu lange im Netz und werden weiter verbreitet. Einige Studien haben in den letzten Jahren auch gezeigt, dass die Empfehlungsalgorithmen von den Plattformen noch mit dazu beitragen, dass Hass, Gewalt und Verschwörungsgeschichten und so weiterverbreitet werden, weil das natürlich Aufmerksamkeit zieht und so die Profite der Unternehmen steigen. Also viele hoffen sich jetzt, dass das Paket DSA, DMA die Chance wird, mehrere kaputte Sachen anzugehen und statt einer Regulierung von einzelnen Inhalten, also jetzt, wie wir es in den letzten paar Jahren hatten mit Urheberrecht und Terrorismus, eher ans Geschäftsmodell der Plattform zu gehen. Und dafür hat die Kommission jetzt am 15. Dezember einen Vorschlag gemacht, kurz vor Ende der deutschen Ratspräsidentschaft. Und das DSA, also DSA Digital Services Act, ist eigentlich ein Paket, einerseits ein Gesetz für digitale Dienste, wo Regeln der E-Commerce-Richtlinie von vor 20 Jahren aktualisiert werden sollen. Und im Kern geht es darum, wie sollen Online-Dienste für die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer haften. Und dazu gibt es noch zusätzliche Regeln für sogenannte FLOPs, Very Large Online Platforms. Der Digital Markets Act ist gedacht für digitale Märkte, also Regeln, die sich speziell an die Gatekeeper richten, um Missbrauch durch marktdominante Positionen vorab zu verhindern. Und der DMA, der gilt für Suchmaschinen, Betriebssysteme, Messaging-Dienste und Cloud. Und was steht drin? Und jetzt müsst ihr euch festhalten und hinsetzen, aber ihr sitzt wahrscheinlich eh schon alle. Aus der EU kommt nicht immer nur Schlechtes. Hier im DMA und DSA hat die Kommission insgesamt viele richtig gute Ansätze formuliert. Nur leider manchmal ein bisschen zu zaghaft. Und das heißt, dass die großen Tech-Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung des Vorschlags nochmal an höchster Stelle in der Kommission lobbymäßig aktiv geworden sind. 1626, ich weiß nicht, soll ich noch durchgehen, was drinsteht oder soll ich das überspringen? Meinst du, du kannst es ganz kurz machen, so die großen Linien, die ganz, ganz großen, so die ein, zwei? Okay. also es ist ziemlich viel Gutes drin. Vielleicht, wen das näher interessiert, kann sich vielleicht auch einen Screenshot machen jetzt. Ich gehe nicht durch alles durch. Also der Digital Services Act soll festlegen, dass die Haftungsregeln quasi von damals, von vor 20 Jahren, beibehalten werden sollen. Dann weiterhin beibehalten wird das Verbot der generellen Überwachungspflicht, wobei geschaut werden muss, was das eigentlich heißt, aber in der Grundidee ist es schon mal gut. Dann werden detailliertere Notice- und Action-Regeln vorgeschlagen, also wie sollen vermeintlich illegale Inhalte gemeldet werden. Also bisher gibt es halt kein detailliertes und harmonisiertes Verfahren, also ziemlich viel Rechtsunsicherheit. Und was Gutes ist jetzt, dass auch ein Widerspruchsrecht für
für die Leute geschaffen wird, offiziell, sich halt gegen Löschungen und Sperrungen und so zu wehren. Genau, dann gibt es Transparenz für Werbung und Archive sollen, da soll es eine Verpflichtung geben. Und die sehr großen Plattformen sollen regelmäßig ihre signifikanten systemischen Risiken bewerten. Und die Geldstrafen sind auch echt okay soweit. Im Digital Markets Act was sich hauptsächlich an die Gatekeeper richtet, steht unter anderem ein Verbot, dass Daten aus verschiedenen Diensten oder von Data Brokern zusammengeführt werden dürfen. Und das geht so weit, dass man als Nutzerin jetzt nicht automatisch auf allen Diensten eingeloggt werden darf. Also zum Beispiel, wenn man seine Mails auf Gmail checkt und dann auch auf YouTube gucken geht, dann darf Google dich nicht direkt in dein Konto überall einloggen automatisch. Da stehen noch ganz viele mehr gute Sachen drin. Die werde ich jetzt ein bisschen überspringen, um schneller zu gehen. Genau. Und was eher schlechter ist, ist, dass im DSA weiterhin die Plattformen entscheiden können sollen, was legal und illegal ist, was natürlich aus einer grundrechtlichen Perspektive schlecht ist. Also eigentlich sollten in unseren Demokratien die Gerichte, also Richter, entscheiden, was legal und was illegal ist. Fehlen auch Mindeststandards für AGBs und es fehlen Paragraphen zur Interoperabilität. Im Digital Markets Act, was wir da noch vermissen, ist, dass es kein Verbot von Microtargeting und verhaltensbasierter Werbung gibt, wie es das Parlament jetzt gefordert hat. Und die Interoperabilitätspflichten sind auch noch ein bisschen lasch und vor allem gelten die nicht für die Kerndienste. Welche Chancen gibt es jetzt noch, aktiv zu werden? Also DSA, DMA, wie gesagt, ist noch sehr viel zu machen. Wir stehen jetzt gerade erst am Anfang mit dem Vorschlag der Kommission. Am 15. Dezember wurden die beiden Sachen veröffentlicht. Und jetzt werden Parlament und Rat anfangen, an dem Vorschlag von der Kommission zu arbeiten und ihre Änderungen auszuarbeiten. Und viele Abgeordnete fangen jetzt auch schon im Januar an, Änderungsanträge und sowas zu schreiben. Was passiert jetzt im Gesetzgebungsprozess? Also die Ausschüsse arbeiten an den Änderungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Internal Market und Consumer Protection Ausschuss, Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss federführend wird, aber das ist noch nicht ganz ausgekaspert. Der schreibt dann einen Bericht und dann geht es in den Trilog und danach in die finale Abstimmung im Plenum, so ungefähr. Genau, und das war's zum DSA von mir. Dann würde ich tatsächlich Chloe bitten, dass du so ein bisschen, gerade aus so einer zivilgrundrechtlichen Perspektive, vielleicht ein paar Ansätze uns irgendwie darlegen kannst, irgendwie auf Ideen bringen könntest, wie man da jetzt oder wie wir da jetzt, also am Beispiel DSA, DMA, vielleicht kommen wir auch nochmal zu Terek und anderen Sachen später, abstrakter, wie wir da jetzt noch intervenieren können. Die ETRI macht ja schon ziemlich viel, ist auch schon eine ganze Weile dabei, hat das sehr auf dem Schirm. Aber die ETRI ist eine Organisation, es gibt andere Organisationen, es gibt aber auch viele Leute da draußen, die durchaus bereit sind, Zeit und Energie da reinzustecken, dass das Internet vielleicht doch wieder ein bisschen besser gefixt wird. Genau, wäre cool, wenn du uns so ein bisschen was erzählen könntest.
Und genau, denkt dran, wenn ihr ganz kurz noch, wenn ihr Fragen antworten, das wird gleich ein bisschen gestraft sein wahrscheinlich, aber wenn ihr ganz wichtige Anmerkungen, Fragen habt, dann schreibt uns bitte gerne über Twitter. No problem. Yes, questions are welcome. Shall I go to through the? You asked me about problems and limits. Yeah. And can you see the screen changing? Yeah. Cool. I wanted to go. Sorry. Nee. Ach, fuck. Der bleibt hängen. Wie bitte? Warte mal. Mm-hmm. I wanted to show you a little bit what we are up against. Is that okay, or is it interesting to hear? Yeah, definitely. I mean, obviously the big tech lobbying. Hold on. Does it work now? Okay, maybe. What about now? Yeah. Can you see the Digital Services Act? Yeah. The textbook example? Good. Super good. Okay. So I think it's really great that Kirsten could talk a little bit about what's in the Digital Services Act, but I think it's so super important as to look at it from the process perspective and look at how you can influence this legislation as an activist or a civil society organization. It's super interesting to know what you're up against, and meaning, big tech is obviously your main enemy because they're going to fight against the regulation of their business models and their profit-making practices. I'm basing myself on the work of Corporate Europe Observatory, which is an NGO based in Brussels, which aims to bring transparency to the practices, shady practices of big tech companies, but also all other kinds of organization and industries. So what were we up against? Money, 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 money. In politics, we are like money is power. And what we are up against is very powerful players. Big tech is really actively opposing any kind of real threats to their business models and their profits. And so you might want to know that the budget I'm displaying here on the screen only represents limited information of what their actual spending is in Brussels, since they notably and regularly refuse to disclose all of it. So, for example, in June this year, 2020, Lobby Control, so the organization that made this graph, demanded Google to publish which think tanks they support financially, even if they are not like officially member of this think tank. And they obviously refused. So if you take all types of organization lobbying in Brussels, in all policy fields from agriculture to chemistry, chemical industry, etc., Google is still the second overall biggest EU lobbyist. And what the GAFAM, so the big five, represent is 21 million euros spent in lobbying. So it's twice as much as the car industry, for example. Secondly, what they're doing, they're getting way more meetings with policymakers than any other kind of organization, and especially civil society. So you can see that Google tops the ranking. Those are the meetings that were logged on the transparency register of the Commission, and that concerns meetings with the upper echelons of the Commission, so the commissioners themselves, their cabinets, the staff working with them, and the Directorate General, so the ones who are working more at the ministry level, so to say. And so only 13 actors had at least 3 meetings with those kind of important people making important decisions. And most of them, you can see, are companies, are publishers, organizations, but especially big tech representatives such as Google, Facebook, Microsoft, but also trade organizations like the American Chamber of Commerce and Digital Europe. Talking about third parties and talking about trade associations like Digital Europe or the American Chamber of Commerce, you can see that
big tech company managed to mobilize third parties such as think tank and academics to echo their message and their demands. So they actually multiply the voices in Brussels that tells the same story and demand the same things. And so they can be more influential towards EU politicians because EU politicians have these kind of, they have this impression that a lot of people are saying the same thing and that that might be the right thing to do. They obviously use think tank as a like a place to produce knowledge and produce evidence. And so, for example, the SCP study, which is like a think tank, was funded by Google. And this is a tweet from Tommaso Valetti, who is a professor of economics at the Imperial College of London, which he analyzed the methodology of this study, the conclusions as well, and he concluded on Twitter, "This study is ridiculous. Can journalists please avoid even mentioning it? Much appreciated." And lastly, what they do is basically reshaping the narrative. Once they have those studies and this lobbying material on their hands, they can move away the narrative from regulation is needed. We need to rein in big tech towards regulation equals lots of economic damages for consumers and businesses. And so they do that by organizing fancy events in the bubble, in Brussels, inviting pseudo scientists and journalists, etc. This is how they gain the public debate, basically. So here is an example of the official EPP think tank who invited the guy who wrote the SCP study that I mentioned just before, and the event was powdered by Google. So Google was everywhere. Very one-sided debate. What you can do, what can we do as civil society or as activists? There is already, Kirsten already mentioned this booklet that DigiGuest made. Adri is regularly updating it. Now we are version 4 or 3 or 4, I don't remember. But it's a really good guide that we distribute during events at normally at CCC, at the Congress, but also in our office in Brussels. And it contains all the good advice for you to get involved in the EU legislative process and try to influence a little bit the outcomes. But basically, the first main advice we would have is to get the timing right. The legislative process at EU level is very complicated. And there is like, it's really important to know what are the steps because there is an institution can be very powerful and influential on the text or a certain moment, but it can be just a spectator and doesn't have any more influence at other moments. For example, if you're trying to influence the commission at the very end of the legislative process, it's useless. You're wasting your time because they no longer play a prominent role. What we have here is that the legislative process just starts with a public debate, usually in Brussels, but also in national capitals, where the press starts to talk about a challenge. And then we move on to policy debates. Policy debates, it's where like policy options emerge. So we have option one, option two, option three, which one is the best? We start to weigh which one could bring the most efficient results. And then the commission picks among those policy options the one they believe is the best and issue a proposal. At this stage, we're still doing advocacy, meaning you go to the people who will probably draft the first proposal and try to influence them, saying you should rather go for option two rather than option one because it's more protective, it will respect the internet as blah, 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 etc. Then the proposal moves to the council and the parliament, and they're trying to make their amendments, as Kirsten already explained. And they try to reach a decision together during the so-called trilogues, as we already mentioned many times in this call, in this session. And this is where you turn yourself to the council and the parliament, because this is the ones who are making the final decision on the text. The parliament is obviously easier to access because there are more MEPs, they are more accessible than maybe your minister, but the council shouldn't be forgotten. And then don't forget that you can still influence legislation even at the implementation stage. I'm referring this now very naturally to the copyright directive, which is now implemented by the different member states.
And because this is a directive, member states have a margin of maneuver on how they want to implement the text, especially Article 17, whether they want to avoid or put filters, if it's possible or not, I don't know. But there is still a way to get involved at this stage. Nevertheless, it's super, super duper important to remember that as early you are in the process, the easier chances you have to shape the debate and shape the direction of the text. Then what you can do, you can provide your expertise. You would be surprised how little politicians know about the certain topics they're supposed to work on and supposed to regulate. Some of them don't understand how the internet works, for example. And so it's always super appreciated to have expert and complete analysis and input from people who know that from the field. And then obviously you can engage in the power struggle and join civil society actions and campaign. I put there the example of the copyright action week. We had hashtag Save Your Internet in 2019 before the vote, the final vote on the copyright text. And more recently, we had we tried to influence the council on the TEREC Trilog without much success, although the German presidency did a lot of compromises and tried to save a little bit what could be saved. So it wasn't for nothing. Yeah, and we were joined in this action by more than 20 NGOs across Europe. So that was quite a thing. And then obviously you have to be a bit more personal. Protests are really cool. People, policymakers can really get zillions of communication emails from interest groups and every kind of person in the EU. So if you make it a bit more personal and get your yourself known, that you're kind boat, it has more impact than otherwise. And then finally, almost finally, you can obviously get the public aware, your grandma and your grandpa aware of the issue and how they will be impacted. One of the ways we're trying to do this is to reach the national debate and talk to the regional press, such as this example of my colleague who did this article in the Süddeutsche Zeitung über on the DSA, sorry. And finally, you can obviously join one of our members all across Europe and contribute to EDRI's fight to protect digital rights in all EU legislation. And that would be it for me. Super, vielen, vielen Dank. Erstmal würde ich trotzdem das Wort nochmal an Matthias und Kirsten geben, ob ihr da noch Ideen habt, ergänzen wollt, was zu sagen wollt. Ja, ich speziell würde ich da, fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich meine, ich habe ja schon gesagt zu dem Krypto-Thema, was ich da so beschrieben habe, das ist ja jetzt relativ am Anfang. Da äußern sich ja auch sehr viele und das ist genau das Richtige. Also, ne, dass wir halt einfach überhaupt das erstmal öffentlich machen, Druck machen und so weiter. Ja. Ja, mein Eindruck ist auch, dass oft irgendwie es quasi erst in der öffentlichen Debatte, was ja bei Chloe direkt am Anfang steht, es tatsächlich oft erst ankommt, wenn schon der Prozess relativ weit fortgeschritten ist. Ne? Weil halt tatsächlich die Diskussionen in Brüssel oft in so ein bisschen eher Expertenkreis geführt werden, oft ja auch ein Interesse von, sei es beteiligten Lobbyverbänden, sei es aber auch vor allen Dingen der Politiker, gerade Innenpolitiker ist, das erstmal so lange wie möglich unter dem Radar der Öffentlichkeit zu halten. Deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal zu gucken, dass man irgendwie Sachen mitbekommt, wo ja auch dann gerade Leute, die im Parlament arbeiten und so, und Leute, die bei der ERI arbeiten und in Brüssel sitzen, tatsächlich sehr, sehr wichtig sind, sowas weiterzugeben. Ja? Cool. Yeah, I just wanted to complete what you just said. It's like DSA is really a good example. We were really surprised when we first got the leaks of the commission of the impact assessment, so the document accompanying the actual legislation with like the explanation of why the commission choose which policy options.
And the impact assessment contained a lot of positive words for freedom of expression, for example, which was not the case before. The approach of the commission originally and traditionally towards content online was always focused on illegal content and content removal. And this time, because ADRI and so many other civil society organizations were involved early in the process, could just shape the narrative and raise a little bit the concerns about freedom of expression, freedom of the media, press freedoms, freedom to access information, etc. There were a lot of positive words in there saying, like, we need to think about some measures for companies to also reinstate content if they are wrongfully taken down. And so that was thanks to our really early involvement as of February 2019. And now we are end of 2020. The proposal is out. So it's 2 years of work just to get some positive wording in the final text. Ja, vielleicht kann ich das noch so ein bisschen ergänzen. Du fragtest ja, wann wir wie aktiv werden können. Und wie Chloe gerade sagte, ist der DSA, DMA ist wirklich eine super Gelegenheit, was Progressives von der EU zu bekommen. Warte, ich zeige noch mal kurz. Genau, und hier das Slide, das habe ich ja eben schon mal gezeigt. Also erstens würde ich sagen, lohnt es sich, immer die Blogs oder die Webseiten von EDRI oder von der DigiGuest zu checken, um zu wissen, wie ist der letzte Stand und wann können wir was tun. In den nächsten Monaten wird sich zum DSA, DMA, wird sich erst herausstellen, wer für das Parlament der Berichterstatter oder die Berichterstatterin wird und welcher Ausschuss überhaupt federführend wird. Und sobald das feststeht und sobald feststeht, wer auch die SchattenberichterstatterInnen werden, also die Schattenberichterstatter sind jeweils für das Dossier dann für die eigene Fraktion zuständig. Also sagen wir mal zum Beispiel, die Sozialdemokraten bekommen die Berichterstattung. Das heißt, die Grünen, die Linken, die Konservativen, alle müssen ihre jeweiligen zuständigen Schattenberichterstatter benennen. Und sobald die feststehen, ich schätze mal, das wird so im Februar sein, ja, kann man quasi anfangen, diese Leute schon anzuschreiben und denen zu sagen, hier, die Kommission hat das schon nicht schlecht gemacht, aber ich habe hier ein paar Ideen, wie man den Text noch verbessern kann. Es gibt hier in diesem Gesetzgebungsprozess des EU-Parlaments immer dann die verschiedenen Abstimmungsmomente, zu denen man halt auch aktiv werden kann und dann sagen kann, okay, kurz vor der Abstimmung über den Bericht im Ausschuss rufe ich nochmal alle relevanten Abgeordneten an oder schicke nochmal E-Mails. Und wie Chloe gerade sagte, ist es halt wirklich immer super wichtig, auch sehr personalisierte E-Mails zu schreiben, vielleicht auch vorzuschlagen, mal kurz dazu zu telefonieren oder ob man sich treffen kann, weil da müssen nämlich so Leute wie ich sich mit dem Terminkalender der Abgeordneten halt auseinandersetzen und euch dann Termine machen. Genau, also ja. Das noch so kurz als Ergänzung, wie man wo und wie aktiv werden kann. Ja, und ich glaube tatsächlich auch frühzeitig irgendwie, dass das Public Image irgendwie zu bearbeiten und irgendwie auch mit den Kleinen irgendwie auf Twitter auf versuchen in die Presse zu kommen und versuchen irgendwie tatsächlich die großen Narrative an die ranzukommen. Wir haben jetzt leider kaum noch Zeit. Ich würde jetzt gerade mal Ipang fragen, ob es Twitter-Beiträge gibt. Okay, bislang scheint es keine zu geben. Wir haben eh nicht so viel Zeit. Matthias schaut mich so fragend an. Hast du noch eine Ergänzung? Nö, ich frage mich, ob wir noch, wie lange wir noch machen, keine Ahnung. Leider kommt gleich der nächste in 8 Minuten. Ist der nächste Talk, soweit ich weiß. Deswegen müssen wir das, glaube ich, jetzt langsam hier beenden, obwohl echt noch viele Fragen offen sind. Es waren aber auch wahnsinnig viele Themen, die wir angesprochen haben. Also ich glaube, ganz viele von denen hätten halt eigene Talks gebraucht, um sie wirklich in der Tiefe, die sie verdient hätten, zu behandeln. Aber es war auch wichtig, tatsächlich nochmal, glaube ich, einige Sachen anzusprechen und auch nochmal irgendwie gerade den DSA, DMA
so prominent zu setzen. Der wird uns ähnlich wie E-Evidence und TERC noch eine ganze Weile begleiten. Schaut, dass ihr das irgendwie verfolgt, dass ihr irgendwie guckt, wo ihr Einflussmöglichkeiten habt, dass da nicht allzu Schlimmes bei rumkommt. Vielleicht sogar ein paar Chancen, die DSA, DMA bieten, auch nutzt. Mir bleibt dann hier erstmal nur nochmal ganz, ganz, ganz lieben herzlichen Dank an euch beide und an Matthias, an euch beide da draußen in Brüssel und in Frankreich und an Matthias. Es war sehr cool, dass ihr hier wart, hier seid mit uns. Auch ein großes Dankeschön nochmal hier an die Crew von der Seabase, insbesondere Steven und Mackie, die das hier technisch ziemlich großartig hinbekommen haben. Dankeschön. Wie immer, die beiden kennen wir auch von unseren netzpolitischen Abenden. Ich würde jetzt noch mal kurz so eine kleine Werberunde machen. Beginnen tue ich die Werberunde natürlich, dass so Organisationen, die so arbeiten, wie die EDRI, wie die Digitale Gesellschaft, auch wie die ZILIP, natürlich meistens auf Spendengelder angewiesen sind. Deswegen schaut, gerade jetzt zum Ende des Jahres, habt ihr noch ein paar Tage die Möglichkeit, ein bisschen Geld vor der Steuer zu in Deutschland jedenfalls, zu verstecken und spendet reichlich an EDRI, an die Digitale Gesellschaft. Die ZILIP, der kann man, glaube ich, auch spenden. Genau. Werbung vor allen Dingen aber auch für zum Beispiel den nächsten netzpolitischen Abend. Da werden wir uns auch nochmal, da wird Jan auch von der EDRI nochmal ausführlich was zum DSA sagen, auch was die EDRI da vorhat zu machen. Der wird stattfinden am 5. Januar, Dienstag, der erste Dienstag des Monats, wie jeder erste Dienstag des Monats, wieder live hier von der Seabase. Jan wird wahrscheinlich auch aus Brüssel zugeschaltet sein. Es wird noch weitere Talks geben, unter anderem einen zu Open Source in der Bildung derzeit unter Pandemiezeiten. Das steht noch nicht so ganz fest, ich glaube aber, der wird stattfinden. Und es wurde eben auch schon angesprochen, es wird noch einen Talk geben zu Google und Medien, wie das ja auch nochmal sehr spannend ist, wie eigentlich gerade öffentliche Meinung und so gestaltet wird und wie auch zum Beispiel Google da ein Player ist mittlerweile in der Medienlandschaft. Dazu wird es auch einen Talk geben. Dienstagabend, 5. Januar. Genau. Zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, Matthias hat schon erwähnt, er wird gleich noch ein bisschen was erzählen zu Geheimdiensten. Vielleicht magst du selber noch drei Sätze sagen. Genau, 22 Uhr gibt's, wollte ich nochmal so ein bisschen beschreiben, wie die Europäische Union hat ja keine Kompetenz für die Koordinierung der Geheimdienste, arbeitet aber trotzdem immer enger mit Geheimdiensten zusammen. Das ist ein Demokratieproblem, das lässt sich auch nicht kontrollieren. Und ich arbeite für einen Abgeordneten und schreibe da halt viele Anfragen und das ist klein, so ein kleiner Krimi geworden. Das ist ganz interessant eigentlich, wie die uns so nicht antworten. Daran wird relativ viel deutlich. Ja, cool. Schaltet da auf jeden Fall ein. Und dann nochmal vielen, vielen Dank. Das war wirklich Dankeschön. Sehr cool. Und, darf ich auch noch eine kurze Werbung loswerden? Natürlich. Weil die grüne Fraktion im Europäischen Parlament ist die einzige Fraktion, die schon eine geile Kampagne losgetreten hat zum DSA, zum Digital Services Act und DMA. Und zwar könnt ihr das auf der Webseite mycontentmyrights.eu finden. Und dort sammeln wir Berichte über Accountsperrungen, Inhalte, also Löschung. Also wenn ihr das Gefühl hattet, dass ihr schon mal unrechtmäßig irgendwie gesperrt oder geblockt wurdet, dann könnt ihr da gerne Berichte hochladen. Dankeschön. Sehr gut, macht das dann. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr den Stream verfolgt und noch viel, viel Spaß bei der Remote Chaos Experience und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr auch mal wieder live in Leipzig. Ja, vielen Dank an die DigiGes, Kirsten, Tom und Matthias. Du hast eigentlich alle Termine schon genannt. Insofern machen wir jetzt hier Schluss für eine ganz kurze Umbaupause.